Nimm es doch gleich nochmal mit auf. Darauf habe ich ja tatsächlich Bock, aber dass ich den noch schaffe. So, wir spielen ja jetzt hier. Sag mal, ist das jetzt alles wieder resettet? Von wo kam ich denn? Da lang muss ich. Okay, das bedeutet. Da lang. Ja, wie fandet oder findet ihr Stellar Blade? Sehr amüsant. Ja, das war mir so klar, dass ich mir dieses Scheißspiel holen kann. Es macht aber auch Spaß. Also, das muss ich ja tatsächlich zugeben. Schutzweste. Ja. Was sagst du da? Zui Mui? Ich weiß gar nicht, was für ein geiles Bild das gerade ist hier auf dem OLED. Wenn du sowieso so schnell ziehst, warum muss ich das Dreieck halten? Naja. Ja, das lief doch ganz gut. Ich glaube, wir haben das ein bisschen. Ja, so läuft das wesentlich besser. Warum kann ich das Grüne nicht mitnehmen? Das sah doch so aus. Könnte man das mitnehmen? So macht man zwar keinen Stein kaputt, aber Was kann man stehen mal die da machen. wie angewurzelt rum? Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? Cloud, du bist so ein Supersoldat. Im Final Fantasy VII Remake warst du so ein Badass und jetzt holst du deswegen rum. Komm schon. Hey. Mach dann 2000! Tja, Cloud, du hast damit angefangen. Ich weiß nicht, was da gerade runtergefallen ist, aber okay. Ja, genau, das wird sein.
Warte mal. Die Frage ist, wo... Warte mal. Nee, nee, nee. Ich muss das, glaube ich, für die Jungs machen. Und die Mädels. Es muss einen Weg geben, den Container da runterzuholen. Ja, wir müssen den Container runterholen. Alles klar. Muss wahrscheinlich hier rüber. Okay, da komme ich nicht ran. Hier kann ich mich heilen. Hier kann ich was kaufen. Ether ist im Angebot. Und eine Phönixfeder. Eins, zwei, drei. Ja, will ich durch die Schutzweste, will ich mir dadurch jetzt eher was an Verteidigung aufbauen oder durch den Krafttreff mir ein bisschen... Das müsst ihr, könnt ihr ja tatsächlich entscheiden, obwohl... Aerith soll die Ohrringe behalten. Beim Cloud bin ich mir nicht sicher. Der trägt das Ding schon. Hier wäre vielleicht ganz gut. Ah, Kraftreif. Konzentrationsfähigkeit. Ein verlassenes Bewusst. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich kaufe das dreimal, oder? Gegnern Gegenstände zu entnehmen. Nee, brauche ich nicht. So, Barrett. Das sind auch nur zwei, ne? Eine behalte ich mal. Blitzimpuls. Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich finde das komisch, dass man da nicht wirklich so skillen kann. So, Mädchen. Tiefer, sagte sie. Oh, Waffenstufe 3. Ich verstehe dieses System. Ich könnte nicht einfach irgendwas machen, was... Naja. So. Ach so, falscher Knopf. Das bringt mir jetzt was. Super Ether. Na, das ist doch mal was. Das sieht doch schon ganz gut aus. Na komm, die hätten sich auflösen können. So, da hinpacken. Aber vorher will ich tatsächlich gerne noch mal hier hin. Crafting-System. Final Fantasy 7 mit einem Crafting-System fühlt sich wie ein halber Fehler an. Es muss nicht alles ein Crafting-System haben. Würde ich jetzt sagen. Aber naja. Warum? Erst so mit einer Hand ganz easy peasy und jetzt auf einmal. Geschafft! Danke! So, ein paar Nüsschen habe ich noch. 2000! Wehe, du vergisst! So, dann gehen wir mal zurück, ha? Vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Kommt, Mädels. Sind wir was schuldig? 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. Tja, Barrett. Du wolltest es so. Autsch. Eben kurz auf K. Ach, Justine. Was so? Willst du was unter Natur gewalten?
Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. So. Ah, fuck. Da also. Vergiss es. Hier bin ich. Ein Barrett Spezial. Auf die Treppe. Wie schmeckt ihr denn? Verzieh dich. Na? Achtung, jetzt knallt's. Ich bin doch aus ausgewichen. Au. Was zum Geier? Yo! Junge, Junge, ganz schön was? So ein Dickschädel! Das könnte etwas kitzeln! Yo!
Was tut weh? Attacke! Verdammt! Der baut sich wieder zusammen! Alter Schwede. Not bad. Tschüss, Golem. Mach's gut. Eine Treppe aus Mithril, hä? Welch eine Ehre. Oha. Nimmt man mit. Wir sind aber auch nicht mehr die frischsten, oder? Oder schmeckt einfach das Salz nicht mehr daraus? Weil die salzigen Erdnüsse. Achso, Aris hat das Tor geöffnet. Nehme ich mal mit. So, da sind wir wieder, Mädels. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Ach, Barrett. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Sephiroth. Ich muss mich mal ganz kurz, wie ein alter Mann, auf eine Massagematte setzen. Ach, zum Glück bin ich ein alter Mann. Also, ja, bringt ja nichts. Ich habe nur eine Steckdose frei. Die Verfolgung geht weiter. Warte mal.
Muss tatsächlich mal gucken. Wo kann ich denn nochmal die Synthese... Ah, hier oben. Dafür habe ich alles. Talisman Triaden. Mixed Heiltrank, was ist das? Heilspray, Superspray. Okay. Zieh dich zurück. Ja! Warte mal. Das war's dann. Keine Chance. Zu nachlässig. Jetzt. Ich würde gerne was sehen. Das wird so nichts. Naja. Die waren jetzt nicht ohne. Kam ich von da? Nee, ne? Schon echt dunkler Tunnel. Auf dem OLED sieht das so krass aus. So, das lief doch sehr gut. Interessant. Es wird hell. Ich will mal was probieren. Wir wollen mal gucken. Okay, 30 FPS, okay, nicht so geil. Aber dafür optisch Hammer. Ich gehe aber trotzdem tatsächlich zurück. Sigmar.
Und Shinra? Keine Spur. Das hat niemand verdient. Ich würde gern wissen, was mit denen los ist. Ihr Ziel ist Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Beginn einer neuen Ära. Espa Phönix. Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Aus meinem. Er erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Vielleicht haben sie sich ja selbst. Naja. Na gut, dann wollen wir dem Chocobo mal helfen. Na klar, machen wir das. Super. Da drüben ist noch was, aber da komme ich nicht runter. Weiß halt nicht, was es da gibt. Warte, was? Ein Chocobo neben halt. Oh, das ist doch eine Chocobo-Farm. Wem die wohl gehört? Willkommen auf Junons Chocobo-Farm. Stell dir vor, Cloud. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Ich weiß nicht. Ah, willkommen zurück, Justin. Oh, Phönix Esper. Ich probier's mal. Aber ich befürchte, wir können die Esper-Fähigkeiten. Der ist immer noch zu stark für uns. Los!
Au. Das läuft. Einfach mitten in der Fähigkeit die Ares weggehauen. So. Das ist eine Katze und ein Hähnchenschenkel. Jawohl, Frauenpower. Alter Schwede. Bam. Ja, komm schon. Ja, Aris macht halt kaum Damage, ne? Was zum Geier? Gut gemacht. Los. Flieg. Baum anziehen. Ja, es geht tatsächlich. Ich meine, es wäre ja nicht so schlimm. Jawohl, Aris! Ah, wirkungslos. Au. Ich hab genug. Das war's dann. Warte.
Wie hat er sich geheilt? Ah ne, das ist ja... Machen wir nochmal einen heilenden Wind. Au. Aua. Fuck. Immer auf die Tiefe. Ich mach das. Oh ja, Cloud hat tiefer gesagt. So muss das sein. Alter. Na, komm schon, Titan. Roll nicht rum. Also da waren die Spirits in Final Fantasy 16 geiler.
Au! Boah! Also es war nicht einfach. Wollen wir den Phönix mal probieren? Das war ein fantastischer Kampf gegen Titan. Seine erdspaltenden Fähigkeiten sind genauso legendär, wie ich erwartet hatte. Dieser mächtige Gigant wird euch auf eurer Reise bestimmt eine große Hilfe sein. Bei ihm seid ihr in guten Händen. Ja, yeah, let's go. Okay, Kampfsimulator. Ich glaube nicht, dass wir den Phönix schaffen. Ich glaube, wir müssen pro Gebiet eine dementsprechende Dingsbums fertig machen. Und er hat noch keine Schwäche. Wir können ihn noch nicht abschwächen.